Ihr wollt sicherlich einen Alert haben, oder? Nintendo hat uns eins gegeben, aber es auf eine super kryptische Art und Weise versteckt. Ich werde euch jetzt ganz easy zeigen, wie ihr auch eins bekommen könnt. Dafür müsst ihr aber eine DLC haben. Da müsst ihr nämlich erstmal zur Blaubeerakademie, zur Terra-Kuppel, ins Küstenareal. Hier, genau da, wo ich stehe, in diesem exakten Punkt müsst ihr hin. Ihr erkennt ungefähr da, wo ich bin, dass es hier zum Beispiel ein Fackellabyrinth gibt, wo ihr hinfliegen könnt. Ansonsten könnt ihr euch auch hier hinfliegen, einfach komplett nach links rennen. Irgendwann seid ihr dann hier. Ihr kennt das auch daran, dass hier so ein gespaltener Berg ist. Hier ist ein Wasserfall. Da oben ist noch ein kleines Gebäude. Hier sieht man gut diese ganzen Dinger von der Kuppel. Also hieran erkennt ihr, dass ihr da seid. Dass ihr hier, wo ich gerade stehe, so einen kleinen Wirbel an Blättern seht. Das seht ihr hier, ne? Wie hier so die Blätter nach links und rechts fliegen. Genau, hier müsst ihr hin. Und sobald ihr hier seid, müsst ihr einfach nur ungefähr 10 bis 20 Sekunden, ich mach mal 20 Sekunden, müsst ihr in Kreis drehen. Also einfach den Stick ganz schnell in Kreis drehen. Oder zumindest so schnell, dass euer Charakter anfängt zu spinnen. Holt am besten auch schon mal eure Timer raus. Ich hab meinen auch dabei. Was ihr auch machen könnt, ist einfach nur schnell diese Drehanimation ausführen und einfach nur in eine Richtung halten. So mache ich es gerade, damit ich nicht die ganze Zeit meinen Finger wehtun muss. Mache ich genug in Mario Party. So, nach ungefähr 25 Sekunden, nee, 20 Sekunden, sorry. Nach ungefähr 20 Sekunden drehen. Das war's das auch schon. Jetzt geht in die Kamera rein. So, guckt ungefähr so, dass ihr hier die Blumen seht, hier diesen Spalt. Und wir wollen einen Filter einbauen. Wir wollen den Sepia-Filter raussuchen. Den hier. Und jetzt werden wir die Musik ändern. Und ihr hört auch schon, dass das nicht normale Musik ist, die normalerweise spielt. Es hört sich an, als würde jemand singen. Wie zum Beispiel ein hübsches, kleines Meluetta. So, und so einfach bekommt ihr Meluetta. Ihr könnt sie auch einfach abspeichern und gegen es kämpfen. Es wird hier für immer bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt komplett wegrenne, nach Afrika wieder zurückkomme, es bleibt immer noch hier. Es ist stationary für immer. Als das hier neu discovered wurde, dachten Leute, man musste genau in diesem Busch stehen. Aber Schwachsinn, ihr müsst euch hier in diesem Wirbel entstehen. Aber der ist jetzt nicht mehr da. Ich weiß auch nicht, was mit ihm passiert ist. Auf jeden Fall, hier ist Meluetta. Es ist shiny locked. Einfach damit anreden. Die Sets bleiben, glaube ich, mehr oder weniger immer gleich. Mellow! Und Catch Rates sind auch ungefähr das, was man so erwarten würde bei dem Ding. So, und ich werde versuchen, es zu fangen. Vielleicht benutze ich auch meinen Meisterball, weil ich habe 3 Stück von denen und ich habe keine Ahnung, wo ich die benutzen soll. Ich weiß übrigens nicht, ob es immer noch hier ist, nachdem man es besiegt hat. Deshalb habe ich es eben abgespeichert. Das solltet ihr auch tun. Und jetzt werden wir versuchen, es zu fangen. Was für ein Ball passt denn so? Was sieht denn so schön aus für so ein Meluetta? Was meint ihr? Vielleicht ein Heilball? Ich glaube, Meluetta hat auch so eine Attacke, womit sie sich ihre Form verändern kann. Ich habe noch nie ein Meluetta besessen. Ich weiß nicht genau, wie das Ding funktioniert und was das kann. Ich weiß, es hat eine zweite Form. Ich glaube, es wird getriggert, wenn sie eine bestimmte Attacke einsetzt. Wir werden es auf jeden Fall noch sehen. Nestball würde aber auch ganz hübsch aussehen, vor allem von den Farben her so. Dann versuche ich es mal damit, obwohl das mochte sie jetzt irgendwie nicht so. Ich hoffe, ich konnte es euch super einfach und easy erklären. Es ist wirklich nicht kompliziert. Ich weiß so wirklich nicht, wann man drauf kommen soll. Natürlich ist das alles hier eine Anspielung an Gen 5. In Gen 5 gibt es ja Leute, die ja auch irgendwie sagen, so Meluetta mag Tanze und sie ist hier in so Orten. Mit viel Wirbelwind und alles. Und dieses Rumdrehen im Kreis, das ist mehr oder weniger die Art von Tanzen, die gemeint ist. Ich habe auch gehört, dass es in der Akademie NPCs geben soll, die davon reden, einen Ort gesehen zu haben, wo sehr viel Wind ist, wo man tanzen sollte. Aber ganz ehrlich, ich finde das hier trotzdem irgendwie richtig kryptisch, muss ich ehrlich sagen. Nicht so kryptisch, wie es anfangs erzählt wurde, überall auf Twitter, sage ich mal, oder halt generell im Internet. Da haben Leute gesagt, oh, du musst hier in genau diesem Busch stehen und dich drehen. Wenn du einen Millimeter falsch bist, geht das nicht mehr. Das ist völliger Quatsch. Völliger Schwachsinn. Ihr müsst euch in diesem kleinen Kreis aufbehalten. Und aufbewahren.
Ich weiß, was ich meine, Mann. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin aufgeregt, weil ich sehe Meluetta. Und ich sehe eine neue Meluetta. Schaut euch das mal an. Das ist doch hübsch. Ich finde, der normale Pokéball wäre irgendwie auch lustig. Klar, Premierball, nicht Premier, dieser komplett rote Ball für die ganzen Mythicals, die wir sonst drin haben, würde schöner aussehen und besonderer. Aber den kriegt man so nicht. Den kann man so nicht bekommen, den Pokémon. Leider. Aber würde trotzdem gut aussehen. So, mit meinem Pokéball finde ich es auch nice aus. Hätte jetzt auch den meisten Ball nehmen können, aber ich wollte es erstmal so probieren und ihr seht, so schwer ist es nicht zu fangen. Es geht voll. Wie gesagt, es ist shiny locked, also versucht es gar nicht. Alle Legis hier sind irgendwie shiny locked. Dazu komme ich aber auch noch. Für die, die sich noch für die Stats jucken von Meluetta, für die zeige ich die immer eben. Normal Psycho, der Terrortyp, den ich jetzt habe, ist Kampf. Ich weiß nicht, ob es immer Kampf ist. Urgesang, Schallwelle, Gesang, Psychokinese, Fähigkeit Edelmut. Hier sind die Attacken, die es wieder zurückerlernen kann. Und es ist hier auf Level 70. Sehr cooles Event, dass das existiert. Sehr kryptisch gemacht. Ich hoffe, Game Freak macht nochmal ein offizielles Statement dazu, wie man es bekommt. Statt, dass man sich wirklich nur auf Tutorials auf YouTube oder auf Twitter oder auf anderen Webseiten festhalten muss. Hi, na, wie geht's dir? Na, willst du kuscheln? Willst du kuscheln? Ja, willst du kuscheln, oder? Komm, machen wir uns mal ein Selfie machen hier. Wie war das? So. Ja, Kumpel, ja. Du freust dich natürlich, ne? Ich hab keine Ahnung, was ihr macht. Habt ihr Terrapagos im Team und geht wieder zurück nach Kitakami zum Kristallsee? Ungefähr in der Mitte der Map, also ganz oben auf diesem Berg. Gibt es eine kleine Story, die euch erzählt wird hier vorne? Ich habe sie ja direkt auf erste Stelle gelegt. Na, hier ist der Kristallsee. Weiß, das Spiel lädt gerade aus irgendeinem Grund, aber ja, schaut euch das hier mal an. Der Terrapagos scheint zu reagieren, wenn man es zum Kristallsee mitbringt. Terrapa! Das kleine Baby, es verwandelt sich. Oder es weckt Erinnerungen. An die Professorin. Oder Professor, je nachdem, welches der beiden Spiele ihr habt. Nanu, wo bin ich? Habe ich etwa Raum und Zeit durchquert? Wer bist du? Professor? Sind wir uns schon mal irgendwo begegnet? Tut mir leid, daran erinnere ich mich nicht. Mein Name ist Antiqua. Ich betreibe in Zone 0 Forschung zu Pokémon. Agyogya! Dieses Pokémon, ist das etwa Schwingenkönig? Nein, sein Name ist Koraidon. Ah, verstehe. Es heißt also Koraidon. Ja, das ist ein schöner Name. Ach ja? Wenn ich die Situation richtig verstehe, dann bin ich für euch jemand aus der Vergangenheit, oder? Allerdings bergen Raum und Zeit endlose Möglichkeiten. Vielleicht ist diese Begegnung auch weder an unserer Vergangenheit noch Zukunft geknüpft. Nur ein kurzer Moment, ein vergängliches Wunder. Warum tauschen wir nicht ein paar Informationen aus, solange uns die Zeit gewährt ist? Okay. Wieso lebst du wieder? Wieso sind wir hier? Wo ist die Alga, die dich hierher gebracht hat, gefühlt? Was wird das hier? Ich habe so viele Fragen. Bist du nicht gestorben? Gibt es etwas, das du mich fragen möchtest? Warum sind sie hier? Den Grund kenne ich auch nicht. Ich war gerade dabei, in meinem geheimen Labor Daten zu analysieren. Und im nächsten Moment stand ich plötzlich hier. Könnte es der Einfluss des Kristall-Pokémon gewesen sein, das dort in der Nähe schlummert? Oder besteht etwa irgendeine Verbindung zwischen dir und mir? Wer weiß. Hast du noch weitere Fragen? Was erforschen Sie so genau? Ich möchte Pokémon von der anderen Zeitachsen fangen und sie in der Gegenwart meiner eigenen transportieren. Derzeit plane ich den Bau einer Vorrichtung, die dazu imstande ist. Die Idee dazu habe ich aus diesem Buch, das ich als Kind gelesen habe und das mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf ging. Doch momentan komme ich bei meiner Forschung nicht voran. Zu Hause war ich deshalb auch schon lange nicht mehr. Ich hoffe inständig, dass mir dieses Gespräch mit dir den Schlüssel zu einer Lösung liefert. Hast du noch weitere Fragen?
Können Sie sich noch an Ihre Familie erinnern? Du interessierst dich also für mein Privatleben? Ich habe einen Sohn. Er ist zurzeit zu Hause. Nein, zurzeit ist unter den gegebenen Umständen nicht ganz korrekt. Jedenfalls fühlt er sich bestimmt sehr einsam. Nun gut, dann bin ich jetzt an der Reihe, Fragen zu stellen. Wo sind wir hier? Mir scheint, dieser Ort liegt außerhalb von Paldea. Ja, wir befinden uns in der Kitakami-Provinz, an dem Kristallsee. Beim Kristallsee in der Kitakami-Provinz also, davon habe ich schon einmal gelesen. Hier soll Wasser hervorquellen, das von Terra-Kristall-Energie durchdrungen ist. Offenbar habe ich mich weit von den Koordinaten entfernt, an denen ich mich zuvor befand. Dazu noch meine nächste Frage. Dieses Pokémon, Schwingenkönig, nein, Koraidon, kannst du was über es erzählen? Ich habe es erschöpft am Strand gefunden, das ist mir sehr wichtig, man kann auf ihn bereuen. Ich habe es erschöpft am Strand gefunden. Du weißt also nicht, woher genau Koraidon kommt. Ach ja. Ha? Was ist das für ein Buch? So einen Einband habe ich ja noch nie gesehen. Der Schatz von Zone 0? Darf ich es mir kurz ansehen? Sag mir jetzt nicht, Sie haben dieses Buch geschrieben. Darin wird das Höhlensystem 0 erwähnt und dass Terrapagos erwacht ist? Wer ist diese Brianna, die das Buch erfasst hat? Sie ist Alondos Nachfahrin. Wie bitte? Sie ist die Nachfahrin des Autors des Karmesinsbuchs? Verstehe. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dieses Buch lässt mein Forscherherz höher schlagen. Tut mir leid, aber ich muss es mir einfach gründlich durchlesen. Oh, der Nebel kehrt zurück. Meine Zeit hier neigt sich vor dem Ende zu. Ich hoffe, sie muss nicht zurück zum Entity. Ja, ja. Ich würde schwingen können, ich kann noch etwas länger studieren, aber ich muss mich beeilen. Dieses Buch ist sicher von großem Wert, daher kann ich es nicht einfach ohne Gegenleistung an mich nehmen. Es fällt mir zwar nicht leicht, aber ich biete dir im Austausch das Karmesinbuch an. Einverstanden? Okay. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man Nein sagt, aber ich sag mal ja. Ein Tausch. Ein ganz altes Buch für ein ganz neues Buch. Du erhältst ein Karmesinbuch. Ein Bericht über eine Expedition im Sturm von Paldea, den du von Professor Antiqua erhalten hast. Auf den Einband wurde der Name Antiqua gekritzelt. Ich meine, das Buch hatten wir auch schon mal. Aber scheinbar haben wir es abgegeben, jetzt kriegen wir es erneut. Ich danke dir. Es wäre sicher keine schlechte Idee, zum Lesen mal wieder nach Hause zurückzukehren. Unsere Begegnung hat sowohl Raum als auch Zeit überwunden. Doch nun heißt es Abschied nehmen, junge Abenteurerin und Schwingenkönig. Viel Glück auf euren Reisen! Also diese ganze Sequenz war total verwirrend. Ich weiß nicht, ob einer von euch das vielleicht besser erklären kann, aber ich check grad gar nichts. Trotzdem traurig irgendwie. Sie wirkte, als wüsste sie nicht, dass sie tot ist. Sie denkt sogar einfach wieder nach Hause, ein Buch lesen, Familie besuchen. Das ist schon echt traurig irgendwie. Krönen hat's auch gemerkt. Naja, wollen wir mal nach diesem Ereignis... Wieso bin ich im Titelbildschirm? Und das Buch liegt wieder da. Habt ihr gesehen? Das Buch lag wieder da. Vielleicht wird das einfach zeigen. Ja, nach diesem Ereignis sollten wir vielleicht wieder zurückgehen zu etwas Fröhlicherem. Oder generell etwas Interessantem. Ist mein Team geheilt? Nope, das kann ich aber eben machen. Hey, ich wurde wieder zurück zu Paldea geschickt. Und scheinbar gibt es hier ein paar NPCs, die noch mit mir sprechen wollen. Deshalb werden wir das mal Reihe zu Reihe lang tun. Ich habe davon nichts gewusst, das war überhaupt nicht eingeplant. Aber wenn ich das hier gerade so sehe, dann können wir das doch mal eben machen. Ich weiß noch nicht genau, wo sie hier steht. Mal sind diese Characters ja immer irgendwo gegen Eingang hin. Da ist sie, okay. Was gibt's denn? Cosima hieß sie, glaube ich, ne? Hurra, Michael!
Du verrätst mich noch. Los, versteck dich. Hm? Wieso das denn? Puh, das war knapp. Stimmt was nicht? Ich bin nur, weißt du, warum soll ich dir jetzt noch was vormachen? Da drüben. Was mit ihm? Oder mit den beiden? Jetzt ist dir klar, was ich mache, oder? Nein? Was mit denen? Sorry, du hast mich so erschreckt, dass ich noch immer nicht ganz denken klar. Ja, die Sache ist, die Team Stars-Mitglieder kommen seit einer Weile wieder zur Akademie. Ich habe mir Sorgen um sie und wollte sicher gehen, dass sie sich gut eingefügt haben. Okay. Irgendwie fühle ich mich immer noch wie ein Außenseiter. Geht's dir auch so? Na, was hast du denn erwartet? Das Missverständnis mit den Lehrern mag aus der Welt geschaffen sein, gut und schön. Aber das heißt nicht, dass die anderen Schüler uns plötzlich mit offenen Armen empfangen. Ja, stimmt. Schätze, da bleibt uns nichts anderes übrig als ein radikaler Kurswechsel. Ein Kurswechsel? Was meint ihr damit? Wollen sie vielleicht die übertriebenen Uniformen loswerden, um weniger einschüchternd zu wirken? Ach Mensch, die zwei geben sich solche Mühe, um endlich an der Akademie dazu zu gehören. An was für einen Kurswechsel hast du gedacht? Ja, tja, mal sehen. Also, hey, wie wär's, wenn wir alle unüberhörbar laut begrüßen? So kapiert jeder, wie nett wir sind. Lässt den Stab fallen. Hä? Nie und nimmer. Das ist mega uncool. Da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Das klingt mir nicht gerade nach der besten Idee. Nein, pass auf, Otis. Denk doch zum Beispiel mal an Ettas Konzerte. Sie beginnen ihre Auftritte auch oft mit lauten Rufen, um das Publikum so richtig anzuheizen. So. Weißt du, was ich meine? Ja klar, bei einem Konzert ist das aber auch angebracht. Wir sind hier in der Akademie, da liegen Welten dazwischen. Du würdest also lieber für immer ein Außenseiter bleiben, ja? Verstehe ich das richtig? Nein, natürlich nicht. Also, dann bleibt uns doch nichts anderes übrig, als unserer Stimme Aufmerksamkeit zu erwecken, oder? Ein Versuch ist es doch allemal wert. Hallo, Leute! Schön, dass ihr alle da seid! Boah, Pinio, das kannst du doch nicht machen. Ah, wie peinlich. Seid ihr alle gut drauf? Bin ich alle gut drauf, oder was? Na los, Otis, mach mit. Alter, es reicht. Kannst dich irgendwo rumbrüllen, wo es weniger peinlich ist? Habt einen hyperkrassen Tag, Leute! Lasst es krachen! Otis, du bist dran. Yeah, lasst es krachen! Oh Mann, wir kriegen gleich noch Ärger. Moment mal, wir sind doch hier nicht auf einer deiner DJ-Partys. Wow, sie haben das wirklich durchgezogen. Wie cringe. Sind die Tippen da nicht von Team Star? Warum schreien die nur so rum? Finde ich ja irgendwie witzig. Vielleicht sind die ja gar nicht so gefährlich, wie ich immer dachte. Ich fasse es nicht, das funktioniert? Oh, aber wie kann das sein? Pinito und Otito überraschen mich immer wieder. Echt beeindruckend. Scheint, als hätte ich mir unseren Sorgen gemacht. Und dann, man sieht sich, hasta la vista. Oh. Man kriegt hier ein paar nette kleine Story-Einlagen. Aber ich glaube, das kann man ja auch schon machen. Ohne DLC. Also, sorry, dass ich das Ganze verpasst habe. Ich habe das halt gar nicht erwartet, so. Ich weiß, hier gibt es auch Turniere und Kurse und alles. Aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich noch machen werde, weil die halt langweilig sind. Und man, soweit ich weiß, auch nicht wirklich viel für bekommt. Ich frage mich nur gerade, wie ich hier... Achso, mit dem Tablet reden. Sorry. Okay, 1, 2, 3... Jetzt ist wieder noch was Neues dazugekommen. Egal, gehen wir erstmal zur Mensa. Machen wir alles auf der Reihe mal. Und keine Sorge, es gibt noch ein paar andere Dinge, die ich euch zeigen werde. Früher oder später, je nachdem, wie lange das ja alles dauert. Aber ich mach das jetzt aber eben, weil ich es gerade sehe. Ja, Maike, na, knurrt dir auch der Magen? Das war übrigens eine reife Leistung beim großen Akademie-Turnier. Auch wenn es schon mehrere Monate her ist. Irgendwie bin ich nur vom Naturtalent... Nur von Naturtalenten umgeben. Du zum Beispiel kommst einfach hier an und kämpfst dich zum Champ hoch. Ist doch heftig, Mann. Nibida hat super gute Noten. Ach, und sie ist auch ein Champ, boah. Und Cosima scheint sogar ein Angebot von einem Pokémon-Liga gekriegt zu haben, hä? Irgendwie bin ich der Einzige, der nichts Besonderes vorzuweisen hat. Bist doch ein klasse Koch. Ach, ich bin allerhöchstens ein Hobbykoch. Außerdem habe ich damit nur angefangen, weil zu Hause niemand für mich gekocht hat. Warte, na klar, meine Mutter, das ist es. Jetzt, wo es Mastifiose besser geht und die Schatzsuche noch läuft, wird es vielleicht Zeit für die Suche nach etwas anderem, nämlich nach mir selbst. Bei diesen Selbstfindungssachen geht man ja oft seinen Wurzeln auf die Spur, also werde ich wohl mehr über meine Mutter herausfinden müssen. Sie war auch mal Schülerin unserer Akademie, soweit ich weiß. Ich werde mich mal in der Akademie umhören, vielleicht kann mir ja irgendwer mehr über sie erzählen.
Danke für die Inspiration, Mann. Jo, kein Ding. Ich habe zwar vorhin mit ihr geredet, hätte sie direkt fragen können, aber das verheimlichen wir ihm lieber mal. So, jetzt geht's zum Kiosk. Ich glaube, wo war denn jetzt? Wer war das jetzt? Ach so, du schon wieder. Hey, du schon wieder. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Hey, Maike, ich sehe bei Shuki nach dem Rechten. Wir sollten flüstern, damit er uns nicht bemerkt. Okay! Danke! Der Akademie-Kiosk dieser Lehranstalt bietet wahrlich einen fabelhaften Warenangebot-Pfeil. Bisher habe ich stets so die Nase darüber gerümpft. Mich dünkt, damit lag ich im Unrecht. Der Akademie-Kiosk scheint es ihm echt angetan zu haben. Ich denke nicht, dass er uns jetzt noch bemerkt. Ah, können wir das Fest an Abra sparen? Okay. Von allen Teams Star-Mitgliedern mache ich mir bei Shuki am meisten Sorgen um die Integration. Denn das ist so ein Weirdo, weißt du? Seid gegrüßt, werte Verkäuferin. Ich wünsche, das auf 5 Exemplare limitierte Ninja-Kostümset zu erwerben, welches seit heute in ihrem prächtigen Laden offeriert wird. Das Ninja-Kostümset? Naja, tut mir leid, es ist leider ausverkauft. Die letzten 2 Exemplare hat vorhin jemand erworben. Wie bitte? Aber ohne dieses famose Gewand kann ich... Dann können wir nicht... Wohlan, dann bleibt mir keine andere Wahl, als besagtem Käufer aufzuspüren. Oh mein Gott! Ich werde ihm mit meinem stechenden Blick tief in die Augen sehen, denn ich bin so handsome. Und ihn auf die Knie anflehen, meiner Wenigkeit die Kostüme zu überlassen. Oh wow, ich wusste gar nicht, wie Shuki unter seiner Kapuze aussieht. Aber darum geht es nicht. Wenn Shuki vor dem Käufer wirklich bettelnd auf die Knie fällt, könnte er schnell zum Gespött werden. Wir sollten ihn aufhalten, meinst du nicht auch? Lass uns mal abwarten, wird doch lustig. Was, aber... Oh, Meister Shuki, hier seid ihr. Mein treuer Kamerad, ich habe versagt. Die Ninja-Kostüme, welche ich für uns beide zu erwerben versprach. Ja, genau deswegen bin ich hier. Ich konnte die 2 letzten davon ergattern. Oha. Also, ich bin vorhin ins Kiosk vorbeigegangen und habe die beiden gesehen und dachte mir, dann hole ich die halt eben schnell. Ja, hatte ich Glück. Dieses Outfit geht immer schnell weg. Wie warme Semmeln. Lass uns gleich nach draußen gehen und den Weg des Ninjas einschlagen. Damit hätte sich meine Suche nach dem Käufer ja erübrigt, welch glückliche Fügung des Schicksals. Dann werde ich noch kurz in mein Gemach einkehren, um meine Wurfstelle zu holen. Das verleiht unseren Kostüm zusätzliche Authentizität. Boah, brillante Idee, Mann! Mit meinen geschickten Fingern könnte ich auch Nadel und Faden schwingen, um den Kostümen einen Hauch von Giftigkeit zu verleihen. Ha, muss ich sein. Hahaha, ihr und eure Scherze, teuer Kamerad. Okay. Denen geht's wohl gut hier. Puh, letztens ist doch nichts Schlimmes passiert. Und Shuki hat sich sogar schon mit jemandem angefreundet. Jetzt kam ich mir blöd vor, weil ich ihn heimlich beobachtet habe. Du Stalker. Nein, in diesem Sinne, Hasana Vista. Gibt's noch diese andere mit diesen dicken Stiefeln, die du noch beobachten willst? Oder wie sieht's aus? Erstmal zum Biologieraum. Der Lehrer will doch was für uns. Ich weiß, es ist nicht alles zu viel. Ich werde in dieser Folge wahrscheinlich nichts anderes hinkriegen. Aber wir können ja bei der nächsten Folge dabei sein, wo wir dann wieder zurückgehen zum Indigo-Disc, zur Blaubeerakademie. Da ein paar Sachen erledigen, wahrscheinlich. Ah, Maike, wie steht's? Wie geht's? Du hast also 100 verschiedene Pummelarten in deinem Pokédex registriert. Wow! Achso, ich muss ja hier noch den Pokédex machen. Das mache ich dann als allerletztes wahrscheinlich. Ah, das ist ein kleines Pokémon und das ist richtig groß. Oh, da hast du mir aber viele Daten zum Analysieren gebracht. So viele! Wow, entschuldige, dass die Begeisterung schon wieder ein wenig von mir durchgegangen. Dank dir macht meine Pokémon-Forschung große Fortschritte. Nimm nur. Kleiner Dank für deine Mühen. 20 Überbälle. Ah, geht so. Nur aber mal ehrlich, Maike. Du bist echt ein wahres Naturtalent darin, Pokémon zu fangen. Lass uns als nächstes 200 verschiedene Pokémon-Arten anpeilen. Mir ist schon klar, dass ich davon viel von dir verlange. Aber bleib am Ball, am Pokéball. Ach, hast du schon? Ach, wow. Ja, dann zeig doch mal der. Boah, das ist ein voll das geile, vergoldene Handy. Boah, in den Bergen und im Meer. Boah, geil, Mann. Oh, ey, ich komme gar nicht mehr voran hier. Bitteschön, 20 Flottbälle. Und mit denen kann ich was anfangen. Also wirklich, Maike, mittlerweile bist du ein absoluter Profi im Fang von Pokémon. Okay, wie wär's, wenn du jetzt zum Endspurt alle 400 holst? So ein hartes Stück Arbeit, so viel ist klar, aber ich weiß, dass du hast das Zeug. Der Pokémon liegt bei dir. Bleib mir guter Dinge und gib mich auf.
Jo, werde ich nicht. Danke. Hätte ich vielleicht auch ein andermal abholen können. Passt aber. Nicht schlimm. Habe ich es jetzt mal gemacht. Auf zum Kunstraum. Ja, da ist dann, glaube ich, die eine Feuerlady mit den großen, nicen Feuerstiefeln. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Oder? Oder jemand anderes? Ich meine, der hier ist hier. Aber sonst keiner hier. Gibt es sonst was anderes, wofür du hier bist? Hallo, Maike. Ich bin zum ersten Mal im Kunstraum. Irgendwie mag ich den Geruch der Pinsel und Farben. Was ist los? Was machst du hier? Oh, ach ja. Gerichten zufolge sollen Leute von Team Star auf dem Weg hierher sein, um zu randalieren. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass sich das nur jemand aus der Nase gezogen hat, der sich noch immer vor uns fürchtet. Ich meine, warum sollte jemand ausgerechnet in den Kunstraum reinplatzen und randalieren? Oh, Platz da! Hier kommen wir! Was? Sind sie wirklich gekommen? Da ist sie. Boah, krass, eine Staraptor-Figur. Sieht aus, als würde es Starkampf einsetzen. Hey, du da, gehörst du der Kunst AG? Ja. Dann stimmen die Gerüchte doch, das kann nicht sein. Nein, das glaube ich einfach nicht. Warten wir mal ab, was passiert. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, kannst du. Also hoffe ich zumindest. Wir würden nämlich gerne... Du würdest gerne... Was? Demolieren! Was? Also sind sie wirklich um zu randalieren? Nee, demolieren, hast du doch gesagt. Ich glaube, du wolltest was anderes sagen, oder, Sita? Ich weiß, dass du nervös bist, aber an deinen Ablenkungsmanövern müssen wir noch arbeiten. Sorry, Ryobita. Es ist so, ich würde gerne der AG beitreten. Der Kunst AG. Ach so, du bist unser AG beitreten. Ja, sag das doch gleich. Hab mich voll erschreckt. Natürlich hast du eure neuen Mitglieder jederzeit bekommen, aber. War super, siehst du, Sita? War alles halb so wild. Bist du schnell, Ryobita? Du hast wohl das dicke Abermende überhört. Gibt's irgendwelche Bedingungen, die ich erfüllen muss oder wie? Also ich müsste wissen, aus welchem Grund du der Kunst AG beitreten möchtest. Willst du wissen, warum? Tja, meine Klamotten, meine Drähte haben einen Kumpel von mir zusammengeschnippelt. Und ich fand das Design eigentlich richtig geil. Man sieht, was für ein Feuer in jedem einzelnen Handgriff steckt. So was will ich auch können. Nur ich mit Klamotten, nur mit Bildern. Bisher habe ich überhaupt gar keinen Plan davon. Aber dann habe ich das Star-Tiri-Bild dort an der Wand gesehen und dachte mir, yo, wenn das okay ist, dann reichen meine Kritzeleien vielleicht auch. Wenn das okay ist. Jetzt kauft sie sich Pokémon Art Academy auf dem 3DS. Das Star-Tiri-Bild, das ist von mir. Echt jetzt? Das ist aus wie von einem 5-Jährigen gemalt. Ja, das war ich nicht zum ersten Mal. Alles gut. Die Bilder unserer AG-Leiters überzeugen gerade aufgrund ihrer Einfachheit. Hä, du bist der AG-Leiter? Ah, willkommen in unserer AG. Was heißt denn eigentlich? Das sind echt coole Schuhe. Darf ich sie mal aus der Nähe ansehen? Ich bin Irsa. Die Schuhe gehen übelst ab, oder? Hat ein Kumpel für mich gemacht. Der kleine Nerd hat echt drauf. So viel zur Randale. Ich bin echt erleichtert, dass es wirklich nur ein Missverständnis war. Aber Sita in der Kunst AG zu sehen, überrascht mich. Ich bin total auf ihr erstes Bild gespannt. Ich auch. Du wusstest, dass wir euch beobachten? Habt ihr einfach versucht, euch hier zu verstecken? Dafür lungert ihr nämlich ziemlich auffällig rum. Aber ich glaube nicht, dass Sita euch bemerkt hat. Dafür war sie viel zu nervös. Wirklich? Oh, ich hätte nicht gedacht, dass sie jemals wegen ihr irgendwas nervös wird. Naja, jeder hat doch Angst vor neuen Sachen. Deshalb habe ich sie auch begleitet. Aber ich glaube, sie kommt jetzt ganz gut allein zurecht. Ach ja, wusstest du, dass ich zusammen mit Miss Bar eine Wrestling-Ecke gegründet habe? Ja, Sita soll schließlich nicht die Einzige sein, die hier an der Akademie ihren Spaß hat. Okay, ich verdünnisiere mich mal. Hast du da Vista? Ja, Ryobita und Sita sind voll dabei, sich zu integrieren. Vielleicht sollte ich auch langsam. Egal. Also, hast du da Vista? Wow, hier gibt es wirklich noch einiges an netten kleinen Story-Elementen, um zu sehen, wo denn alle mittlerweile gelandet sind. Es gibt noch, wie ihr sehen könnt, ein bisschen was zu tun. Ich werde das aber jetzt hier cutten und in der nächsten Folge direkt weitermachen. Plus ein paar weitere Kleinigkeiten. Seid gespannt, seid dabei, seid gehypt. Bis zum nächsten Mal und ciao.